4,5 Stunden Autofahrt. Wir sind am Riesengebirge. Wir freuen uns mega über dieses herbstliche Wetter. Geplant sind 2 Übernachtungen. Ich habe noch eine Rechnung offen mit der Schneekoppe. 40 Kilometer vor uns bis zur Schneekoppe, aber die gönnen wir uns. Viel Spaß beim Video. Jetzt rein in den Wald. Wald erkläre ich, was wir Schönes machen, oder? Mit dabei der liebe Ben. Unsere Reise startet 12.10 Uhr und wir sind gerade auf 597 Meter und jetzt geht's tatsächlich los. Komoot läuft, es sind noch 14 Kilometer und jetzt geht's ab. Tag 1, ungefähr 14 Kilometer und werden wir es schaffen, 1000 Höhenmeter. Ja? Also heute laufen wir zum, ich glaube, auf Deutsch heißt das Pfeilchenfelsen. Polnisch weiß ich es nicht. Kompliziert. Aber kann ich natürlich zeigen. So. Der zweite Tag ist dann direkt von dem erstschönsten Punkt, nämlich dem Hohen Rad, ja, zur Schneekoppe. Und am dritten Tag von der Schneekoppe hierher. Wir machen dort unser Camp auf, wo wir denken, jetzt sind wir fertig, jetzt sind wir groggy. Und wenn wir die Schneekoppel nicht schaffen, dann schaffen sie nicht. Weil wir vielleicht gesagt haben, es ist doch zu weit, besser. Ja, kann ja sein. Aber die Schneekoppel ist unser Ziel. Wie alt ist dein Wanderrucksack? Komm. 15 Jahre, 16. Ja? Ja. Er erfüllt erstmal deinen Zweck und dann erst nicht noch weiter kaputt reißt. Ja, gut, ja. Ui. Nicht wehtun, nicht am ersten Tag. Also. Also einen viel schöneren Wald kannst du ja nicht haben, wa? Nee. Wir gehen weiter. So, Handys in den Flugmodus. Strom sparen und nicht gestört werden. So voll schöner Tag. Also es ist wirklich ein traumhaft schöner Wald. Nur, wir sind nur auf Durchreise. Wir wollen höher. Ey. Weiß nicht, wie dir geht. Mir ist warm. Wollen wir hier switchen? Ach so, wir können auch hier switchen, klar. Aber die Stelle ist echt schön, um mal kurz die Jacke auszuziehen. Benni macht ein bisschen Rücken-Yoga. Vom Sitzen, weißt du? Ja, die steckt noch die Autofahrt im Nacken. Und weiter geht's. Noch da. Ja. Ja, wir sind auch bisher sind wir einem Auto begegnet. So. Richtig. Oh, ist einfach ein Träumchen. Sich direkt aus dem Fluss Wasser zu holen bei Tieren. Ich sag mal so, heute Abend machen wir ja kein Feuer wahrscheinlich. Vielleicht ein ganz kleines, um immer diesen Duft zu verströmen. Weißt du? Aber hier gibt es halt keine Bären. Nee. Wahrscheinlich nicht. Story Twist. Könnt ihr jetzt einen Kaffee trinken? Ja. Und dazu einen leckeren Keks. Ja, so also, Haferkekse. Kekse mit Butter geschmiert? Oh ja, kenne ich. Leibniz-Kekse? Ja. Vorne sind seltsame Geräusche. Müssen wir mal kurz vorsichtig sein, nicht, dass der jetzt hier um die Kurve rumgeschossen kommt mit irgendeinem alten Truck. Alter, Hammer. Oh, kommt einer, okay. Problem mit. Also wir sind auf 619 Meter Höhe und 161 haben wir schon geschafft. Ein bisschen ist noch. Es regnet, aber wir werden nicht nass. Krasser Wald.
Da sind wir hergekommen. Und jetzt sind wir mal wieder in einem Dorf. Ja, wir müssen nach links auf jeden Fall. Ja, Gewächshäuser. Ach, soll ich dir was sagen? Jetzt sind wir im Nationalpark. Kann nicht sein. Parker Narodowin. Ja. Stimmt. Hier müssen wir rein. Ja, hier müssen wir rein. Ich glaube, wir haben den Nationalpark gerade betreten. Jetzt ist es schon ein bisschen steiler. Da sind wir im Modus. Kleine Pergola hier hinbauen, wo man mal eine Rast machen kann. Kann keiner sagen, man hätte uns nicht gewarnt. Wir sind jetzt bei noch 9 Kilometer. Na denn, das ist schön. Einmal genießen. Oh, ich hoffe, vielleicht kann man auch eine kleine Timelapse machen. Jetzt wird es ein bisschen steiler. Was haben wir jetzt? 7 Kilometer haben wir jetzt gemacht. Wir sind jetzt bei der Hälfte der heutigen Tour. Jetzt geht's los hier. Blau und schwarz. Wir sind bereit. Oh, jetzt hier mit sexy Regenschutz. Auf Zeltbasis so. Jetzt einfach darunter campen unter meinem Rucksack. Und hier im Military Style. Hier sind gerade, ich weiß gar nicht, wie alt wir sind. Ah, die werden schon. Ja. Komm hier runter spaziert mit ihren Stecken. Geil! Und ihr so? Wir so. Und haben die alle schon hinter uns. Und, oder die sind hochgefahren. Weißt du? Kann natürlich sein, dass da ein Skilift hochfährt und die nehmen sich nur die Runterstrecke vor. Pussis. Ich kann das jetzt hier. Aber vielleicht ist das so eine. Vielleicht ist das meine Superkraft. Und du hast einfach starke Beine. Ich bin der geborene Wanderer, na yippie, Alter. Wie lame ist denn das? Alter Schwede, da war gerade Tempo drin. Ja? Ja. Bin hier gerade angezogen, aber. Alter Schwede. Yes! Dafür sind wir hier. So, wir sind immer höher unterwegs. Immer höher, immer höher, immer höher. Muss uns mal jemand erklären, warum hier gerade so eine übelst warme Brise ankommt. Dieser Wind, den ihr gerade seht, der ist einfach nur warm, der Wind, ne? Und vorher in diesem Dunst, in diesem frisch kalt. Und jetzt gerade kommt aus dem Wald eine warme Brise. Das erklärt uns mal bitte jemand. In den Kommentaren, richtig? Richtig. Wir sind gerade 5 Grad nach oben gegangen. Oh ja. Aber das Gesetz des Wanderns ist, du willst eine Pause machen, findest keinen Platz, machst eine Kackpause und 5 Minuten später, keine 5 Minuten später, hättest du auch eine geile Pause machen können. Es ist immer noch warm, würde ich sagen. Ja. Diese Kälte ist gerade verschwunden. Ey, ich wollte gerade sagen, unten liegen gerade noch vor kurzem kalte Hände gehabt. Mütze auf. Ja. Sieht hier so aus, hätten hier Möwen die ganzen Steine vollgeschissen. Anstrengend. Wir machen mal einen Datencheck, oder? Verbleibende Distanz 3,6 Kilometer. 4 Stunden 18 sind wir unterwegs. Herzfrequenz gerade 152. Hast du gehört? Mein Puls ist gerade bei 152. Holy moly, Alter. Höhe 546. Und weiter geht's. Bis zur Unendlichkeit. Der Geschmack ist einfach auch geil. Wir trinken hier Quellwasser. Oder Regenwasser. Wahrscheinlich Quellwasser. Mischmasch. Wir sind auf 1000 Höhenmetern. Und ich habe gerade einen 120er Puls. Und der alte Cardio-Freak da drüben
Hat, was hast du gerade gesagt, 72? 72, wir denken so. 64 oder 72 so in dem Dreh. Also war fast Sekunden genau. Ja, ist halt, wenn so ein dickes Schwein und ein Athlet den Berg erklimmen. Heftig. Und was ist heftig? Herr Ben zieht mir einfach gerade davon. Probleme mit aufzuschließen, aber es ist ja auch einfach steil. Definitiv. Der anstrengendste Pfad, den ich hier gemacht habe. Der ist jetzt nicht überkrass steil, aber der ist lang. Wir machen das jetzt seit 2 Kilometern. Und wir machen das noch 3 Kilometer. Heute sind es knappe 20 Kilo auf dem Rücken, weil wir 2 Nächte unterwegs sind. Und mein Kompagnon zieht mir einfach weg. Was sagen wir dazu? So ist geil. 5 Kilometer purer Spaß. Oh, Alter. Bin auch nass, ne? Es ist nass. Oh, Ben hat eine Aussicht. Warte. Geht ab oder was? Rechts. Da hoch, bis später. Du kriegst sofort einen Schub. Richtig gut. Der gute Laune-Schub. Jo, wir sind schon am Schlafplatz suchen. Es ist windig. Hier ist nichts. Nee, hier kannst du knicken. Weggerutscht und meine Kniekehle. Fuck. Boah, fuck. Gerade ganz schön gemault. Gerade ganz schön einmal hingelegt. Aber es geht. Alter. Also, Schlafplatz nicht gefunden. Und jetzt suchen wir weiter. Der Weg ist natürlich immer noch kacke. Das ist richtig, wenn man sein Knie nicht bewegen kann. Und gleich kommt schlagartig die Dunkelheit. Aber wir finden schon mal Schönes. Benny ist gerade los und sucht nach einer besseren Stelle. Ansonsten machen wir uns in dem Bereich hier schnuckelig, ne? Ein bisschen Pesto essen, quatschen, Bierchen. Eigentlich ein schöner Platz hier. Einzige, was ein bisschen stört, die toten Bäume. Und was sagst du? Meinst du, dass der da umkippt? Das jetzt? Hm. Ich meine, wir richten die so vielleicht aus dafür. Ja. Wir melden uns, wenn es was zu schnabulieren gibt, oder? Jetzt bauen wir noch ein bisschen, ein. Müde Pesto auf dem Essbettkocher. Ich weiß auch nicht, ich fühle mich gerade, als hätte mich ein Laster überfahren. Naja, ich meine 20 Kilo. Ja. Und das ist schon. Oh, ja. Also lange wird es heute echt nicht dauern, wa? Wir machen jetzt hier. Ja, ich glaube auch. Essen. Und dann ab in die Kohle, ey. Ist zappenduster. Ich habe gerade die kochenden Nudeln mit einem Bier gelöscht. Bier über das Essbett geschüttet. Aber war jetzt auch Zeit für Essen. Ja, moin. Oh, du bist echt schon in voller Montur. Sieht gut aus. Sieht aus wie so ein Waldmensch, ey. Finde ich gut. Ich geh mal gucken, was wir für eine schöne Aussicht haben. Ist ja da so was, oder? Ja. Oh, stark, ey. Und meine Botschaft heute. Nur auf meinen Körper. Jetzt machen wir uns fertig. Dann machen wir Frühstück unterwegs. Gucken wir mal. Aber jetzt packen wir erstmal ein, wa? Freue mich aber jetzt schon auf eine schöne heiße Tasse Kaffee. Oder? Ihr könnt jetzt auch sofort ein bisschen Kaffee-Porridge alles. Aber wir packen jetzt ein. Fast fertig. Benni kämpft mit dem Zelt. Ah, mehr schlecht als recht. Das ist unser Motto hier.
Weil der Schlafplatz war jetzt auch, der war okay, aber wenn man sieht, ich habe ja schon abschüssig geschlafen, das war irgendwie nicht das Problem, der Wind war halt krass, ne? Unbedingt noch Zähne putzen. Ein bisschen Nacktbadeszenen. Daumen nach oben. Im Gebirgsbach. Heute noch incoming. Und abonnieren nicht vergessen. So, und wir packen jetzt die ganzen Schnullibulli hier noch ein. Ja, die ist hier, die Mülltüte. Wer so einen Scheiß macht, ja, der muss eine Mülltüte bei haben. Dann muss man sich auch nicht an Straßen kleben. Ist immer so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen Tee drin. So. Erstmal hier runterkommen, ey, und dann mal kurz durchatmen. Knie ist doch schlimmer als gedacht. Ja. Wir sind wieder on the road. Ey, weil ich sag gleich, Rückfahrt ist heute gefühlt deutlich leichter. Nee, ich merke das nicht. Guck dir das einfach mal an, ey. Guck mal, da hinten die Wolken. Das ist der Hammer, oder? Oder Nebel, ha? Ja. Aber hier zieht's auch deutlich, wa? So, ist ja gar nicht mehr so weit, wa? Wir holen ja noch nach, was wir gestern nicht geschafft haben. Das ist gerade brutal, Alter. Das ist richtig brutal. Und das gleich am frühen Morgen. Das ist ganz schön steil einfach. Auch so. Ja. Das ist brutal. Ich weiß nicht, wie viel Prozent wir gerade haben. Wir haben noch nicht gefrühstückt. Hoffentlich finden wir da oben irgendeine Art Schutzhütte oder so, dass wir da schön kochen können. Wasser wird auch jetzt immer schwieriger. Mhm. Gut. Zur Not haben wir Bier. Wir sehen gleich Sonne. Woo! Tagesmarsch und ein Vierteltagesmarsch. Jetzt hohes Grat und Schneekoppe, aber daran denken wir jetzt nicht. Wir denken jetzt an diesen geilen Weg durch den Alpen. Alter, ist das schön hier. Jetzt sind wir auf jeden Fall gerade an unserem ersten Zielpunkt. Das hier ist, was auch immer, das muss ich einblenden, dass ich das nicht aussprechen kann. Benni hat Knast. Die Wanderer sind ja auch schon auf Richtung. Ja, da hinten, Richtung Häuschen. Vielleicht kann man da irgendwas auffüllen, vielleicht kann man da was kaufen. Oh, jetzt haben sie die Schilder hier weggenommen. Gut, wir machen halt sowieso Rast, oder? Deswegen, ich hoffe, man versteht was. Ich muss jetzt 10 Minuten umdrehen, meine Jacke ist verloren gegangen. Und jetzt kamen gerade 3 Polen vorbei. Die konnten mal mit Händen und Füßen erklären, dass ich meine Jacke verloren habe. Die haben gesagt, ja, ist da, maximal 10 Minuten in die andere Richtung. Also, geil. Ich drehe um, weil 10 Minuten habe ich. Die Jacke ist wichtig. Ich glaube, da vorne liegt meine Jacke. Oh, Gott sei Dank, Alter, mir ist echt kalt. Yes! Yes! Voll geil. So, fast wieder bei Benni, aber ich nehme einen kleinen Umweg. Ich muss da hoch. Ich habe gerade gesagt, eigentlich keine Umwege heute, aber wie geil ist das denn da oben, oder? Ja. Yeah. Ich musste alle mit Musik untermalen, weil es so windig ist. So windig.
Wichtiger wäre, dass es noch Wasser gibt, vielleicht einen Kaffee, vielleicht irgendein Frühstücksbrötchen oder so. Also alle mal die Daumen drücken, bis da jetzt was Schönes drin ist. Oh Gott, das sieht nicht so aus. Jetzt kommen wir zum Hohen Rat. Sehen da unten, wie stark das aussieht, oder die Teiche, wa? Ja, das sieht echt gut aus. Der führt auch einen Weg hin, siehst du den? Oh, auch nicht so lang. Zack. Oh, das lohnt sich fast gar nicht zu sprechen in die Kamera, weil es so windig ist. Oh, wir sind gleich bei der nächsten Plattform. Yay, ohne Wind. 2 Sekunden lang kein Wind, ey. Ich würde sagen, da hinten könnte unser Ort sein, wo wir parken. Gerade haben wir eine schöne windfreie Passage gehabt. Da kommen wir. Jetzt gehen wir nach da. Woo! Ich bin hyped. Ich hab Bock. Machst du mal eine Actionaufnahme für uns beiden? Hunde viel rum hier. Also ich ziehe das mal. Sehr, sehr windig. Nur um das mal kurz festzuhalten. Ist schon wieder sehr steil. Roland, Schöchen. Und Benny wartet schon wieder. Der gibt die Pace vor, ich bin kurz davor im Limit. Es ist kalt, weil es windig ist. Und zwar windig as hell. Ein Wunder, dass dein Müllbeutel noch da hängt, wo er hängt. Demnächst kommt ein krasser Abstieg und wir überlegen, ob wir da ab dem tiefsten Punkt unsere neue Route suchen. Weiter geht's. Jetzt sind wir da am Felsen der Verdammnis. Ein bisschen viel los hier, aber es ist schon ist in Ordnung. Ach, ist schon schön hier. Wasser ist hier. Warum ist hier Wasser? Wir brauchen dringend Wasser. Wir sind auf der Hälfte der Tour angekommen, würde ich sagen. Wir machen jetzt hier eine Rast. Wir haben noch viel geplant. Ich hoffe, ihr belohnt uns für die Strapazen mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Am besten natürlich in einem Abo. Aber ansonsten haben wir jetzt noch vor, lange wandern. Wir haben noch eine Rechnung mit der Schneekuppe offen. Overnighter. Die Polen spielen hier gerade verrückt hinter uns. Und wir haben ein bisschen Schiss, erwischt zu werden. Und morgen vielleicht ein Lost Place. Vielleicht ist ja noch ein Pool dabei. Dann sehen wir uns im zweiten Teil. Danke fürs Gucken. Macht's gut. Nee, danke. Nee, ist was, Doc? Nee, überhaupt nicht.